Ja, toll. Blöde Kuh. Ich gib's. Das war nur echt nicht schwer, die beiden da abzumurksen, ne? Dann mach das doch von hier. So, jetzt geht's einfacher. So. Habe ich noch eine Knarre? Ja, hab ich. Kann mich nicht töten. Ich häng hier fett. Wieso gehst du nicht weiter? Chloe. Ey. Ja. Aber ich bin in Deckung gefallen. Bin ich jetzt gelandet? So, wo will ich denn hin? Dahin, okay, ich hab schon was gedacht. Oh, eine andere Waffe. Sorry. Ja, ich bin da. Alter, wo sind wir jetzt? Da kommt der Wagen, wie es mich hin, oder? Bist du okay? Ich glaub schon. Oh, shit. Für einen Schatz. Wo sind wir? Keine da. Ahnung. Aber immerhin stehen wir nicht unter Beschuss. Hoffentlich gibt es einen anderen Weg raus. Geschwungener Kanjari-Dolch. So. Hatte ich jetzt was verpasst zwischendurch? Habe ich gar nicht drauf geachtet, ganz eben. Puh, habe ich noch beide Waffen? Ja, toll, ich habe die Waffe gewechselt. Das wollte ich gar nicht. Ja, ich schon, aber ich wollte ein neues Maschinengewehr haben. Was das im Boden eingeritzte Ding ist? Und nicht die Pistole. Nichts Gutes. Siehst du die Kanäle? Die waren wohl kaum für Wasser. Oh. Schießpulver? Ah, ich sehe schon. An der Wand. Ich habe keine Granate. Liegt hier ohne Granate? Da. Hier oben. Ich glaube, hier ist ein Weg. Ja. Okay. Hier wimmelt es bestimmt davon von Spinnen. Licht. Ja. Ich würde hier nicht gerne lang krabbeln. Aha. Arme Schweine. Keine Ahnung. Ich würde lieber in einer Zelle verrotten, als gefoltert zu werden. Merke ich mir. Ich weiß nicht, kommt man hier eigentlich... Und wie kommen wir hier jetzt raus? Ja. Schau nach oben. Da. Oh, du hast recht. Ich heb dich rüber. Ja, ich wollte nur gerade. Achso, so geht's natürlich auch. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, ob hier wieder eine kleine Rätseleinlage kommt. Da hoch. Das schaffst du es nicht, oder was? Du bist doch mindestens genauso sportlich wie ich. Gucken. Ja, da ist der Produkt. Schön. Dann wollen wir raus. Hier oben, ein Durchbruch. Ja. Oh, ich bin drauf. Scheiße. Den kennen wir doch. Das Auge von Shiva. Sehr beeindruckend. Mein Mann war eine Woche dran und hat nichts entdeckt. Tja, das scheint dann wohl der falsche Experte zu sein. Mag sein. Weißt du... Ein Hoysala-Dichter schrieb einmal über einen jungen König, der Gnade zeigte und dadurch unsere Rituale beendete.
Aber die alten Könige, die wussten, Fortschritt verlangt Opfer. Erzählst du das denn, Männern? Na schön. Also, zu Kriegszeiten war das Wasser in diesen Aquädukten in der Hauptstadt rot gefärbt. Die, die nicht kämpften, mussten als Inspiration dienen für jene, die es taten. Au! Kann ich tun. Oh. Du bist aber ganz schön hartnäckig, mein Freund. Gib mir meine Scheibe zurück. Wie nennt man diese Kampftechnik? Hau den Mistkerl-Technik. Arbeite an deinen Reflexen. Jetzt stolz? Ein bisschen, ja. Komm schon. Nadine, was ist los mit dir? Oh. Ja, ich glaube, der hat mich getötet. Gib mir meine Scheibe zurück. Na los doch. Angeber. Oh, streck dich an. Weißt du, um ein Volk anzuführen, musst du erst Chaos säen. Ich werde einen Bürgerkrieg ausfechten und die schwachen Nachkommen des jungen Königs vernichten. Und mit dir vernichten. Jetzt auf da! Ach komm! Okay, ist mir auch lieber. Das war aber Absicht. Da konnte ich nichts gegen tun. Ja. Alles okay? Ja. Glaub schon. Hey, ganz langsam. Du hast fast eine halbe Stunde weggetreten. Halbe Stunde? Ja. Ah, oh, shit. Shit, Asaf hat die Scheibe. Langsam. Ah, oh, wir müssen los. Hey, ganz ruhig, okay? Glaubst du, du schaffst es? Hatte schon schlimmere Nächte, glaub mir. Ich frag lieber nicht. Schön, dass du wieder da bist. Ihr seid jetzt zu zweit, richtig? Ja. Okay. Holen wir uns unsere Scheibe. Und ein paar Waffen. Und ein paar Waffen. Ihr seid jetzt zu zweit? Hä? Weil sie doppelt gesehen hat gerade, oder wie? Muss wohl. Ansonsten verstehe ich das gerade nicht. So. Ich möchte dir noch sagen, du hattest recht mit Asaf. Ich meine, er sieht so bescheiden aus. Nicht wahr? Genau das will er auch erreichen. Ich bin mir sicher, dass seine Brille nur Dekoration ist. Damit er harmlos oder intelligent aussieht. Beides. Aber er ist intelligent. Er war Arzt, bevor er hiermit anfing. Ja, das passt sogar ein bisschen, finde ich. Also hat er eine lukrative Arbeit hinter sich gelassen. Ich bin mir sicher, dass er dachte, dass er das einzig Richtige tut. Ja. Aber er selbst hat auch keine Ahnung. Er hat Experten, die ihm nicht viel bringen. Seine Soldaten sind hey, mittelmäßige Kämpfer. Bist du sicher, dass du weitermachen kannst? Klar. Du musst es nur eine Weile langsamer angehen lassen. Ach, da sind wir ja wieder.
So, jetzt einmal. Ja. Okay. Oh, hier waren wir doch schon mal. Ja? Ach so, tatsächlich. Aber wir gehen jetzt einen anderen Weg, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Oder wir sind doch an einer anderen Position. Ich habe noch keinen Schatz gehört. Mittlerweile höre ich die Schätze, ja? La 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 la. Das Tor. Wir haben es geschafft. Ist hier unten auch was? Fraser, zum Tor geht es dann. Ja. Eine Sekunde. Ich will einen letzten Blick auf diesen Ort werfen. Ah, okay. So hat es also für die Perser ausgesehen, bevor sie hier eingedrungen sind. Bereit? Ja. Was ist so lustig? Oh, es ist nur... Mein Vater hat das erforscht. Und der Stoßzahn war nicht einmal hier. Komm schon. Ja, das konnte ihr Vater ja auch nicht ahnen, wahrscheinlich. Den hätte ich gerne mal kennengelernt, wie der so drauf gewesen wäre. So. Da ist also das große Tor. Oder sind wir jetzt genau auf der anderen Seite vielleicht von dem Damm? Das kann natürlich auch sein. Weil sie hat ja gesagt, so hat es für die Perser ausgesehen. Ich glaube, wir sind jetzt genau auf der anderen Seite. Mal eben schauen. Also, dann hätte ja schon das Signal ertönen müssen, ne? Ich glaube, hier ist kein Schatz. Ja gut, dann... lass uns das Ding mal öffnen. Drehen wir mal am Rad. Interessante Mechanik. Ich sehe nichts. Eigentlich mehr ein heiliger Stier. Aha. Das ist Nandi. Shivas Torwächter. Das muss der Eingang zur alten Hauptstadt sein. Den müssen die Aquädukte freigelegt haben. Yep. Oh, Scheiße. Asaf ist schon auf dem Weg rein. Okay, dann nichts wie ab runter. Komm. Nein. Was meinst du mit nein? Sam Drake. Oh. Sein verdammter Experte ist Sam Drake? Ja. Yeah. Scheiße. Weißt du was? Das ist fantastisch. So kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Nadine. Was? Was? Sam ist der eigentliche Grund, wieso wir überhaupt hier Nein, sind. Nein, sag, dass das ein Witz ist. Das war mein Deal. Sam ging voraus, um für mich nach der Scheibe zu forschen. Aber dann verschwand er und ich konnte nicht du einfach zurücklassen. Du kannst meine Vorgeschichte mit Sam und hast mich mit reingezogen? Deine Vorgeschichte mit Asaf machte dich zur perfekten... Halt dich bloß nicht zurück. Pass bloß auf. Weißt du was, Nadine? Das ändert gar nichts. Du bekommst trotzdem deinen Anteil. Ja? Oder vielleicht serviert ihr mich ab, sobald ihr den Zahn habt, du und Sam. Komm schon, Mann, so arbeite ich nicht. Das ist genau die Art, wie Leute wie du arbeiten. Dass ich dir vertraut habe. Hör zu. Ich wollte dir von Sam erzählen. Ich schwör's, ich hab nur auf den richtigen Moment gewartet, um... Okay. Etwas Bewegung tut mir gut. Shit. Ja, schön. Dann sind wir hier los. Aber cool, Sam macht mit. Ich gehe ihr lieber nach. Das ist ja eine interessante Wendung. Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Sehr cool. Aber wir haben immer noch unser mega geiles Armband. Aber wir sind doch wieder auf der... Mal auf die Karte gucken. Nee. Also die Karte haben wir gerade. Das muss doch ein anderes Gebiet, oder? Nee, wir sind schon auf der gleichen Seite wieder raus. Aber da war letztes Mal doch kein Tor. Ja, der Wagen stand ja auch hier vor. Alles merkwürdig, ne? Man, diese Tormechanik, war die da? Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Ja, wo will ich denn jetzt hin? Ohne Auto. Weil das ist ziemlich groß. Danke für meine Ehrlichkeit. Ja. Voll auf die Fresse. Das ist ein ziemlich großes Gebiet, ne? Naja, bis Nandi ist das nicht so. War das gerade ein Gewitter hier? Das hat ja geblitzt, ne? Sollte das gerade Blitz darstellen? Ja, ich glaube schon, ne? Wahrscheinlich finde ich jetzt sogar noch ein paar Schätze.
Jetzt, wo ich das Armband habe. Hätte ich jetzt theoretisch auch die Möglichkeit gehabt, die ganzen Sachen zu finden? Also diese Andenken? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube nicht, dass das jetzt noch möglich ist. Wahrscheinlich habe ich jetzt einen vorgeschriebenen Weg, den ich jetzt hier gehen muss und gut ist. Ja, geil. Ah, das finde ich jetzt gerade cool mit dem Gewitter. Sowas hatten wir, glaube ich, in Uncharted auch noch nicht. So richtig mit Blitze und so. Sehr cool. Ja, es ist gerade ein bisschen eingeschränkt. Ich kann nicht überall lang. Da bin ich gerade runtergepurzelt, ne? Ja. Ja gut, dann gehen wir mal zu Fuß den Weg lang. Am besten so ein bisschen im hohen Gras bleiben. Ist da noch was? Aber, ne, mein Ring schlägt auch kein Alarm oder mein Armband. Da könnte ich runterrutschen, ja. Da kann ich Fotos schießen. Oder gucken zumindest. Ja, das hat jetzt viel gebracht, ne? Dann rutschen wir mal runter. In der Hoffnung, dass wir irgendwo ankommen, wo es weitergeht. Rutschi, rutschi. Lalala. Yay! Langsam, langsam! Tja, zumindest habe ich noch meine Wirbel. Ah ja. So. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang soll. Tja, hier ist ein Wasserloch. Ja, hier geht's über die Brücke zurück, ne? Ja, ich gehe einfach mal den Weg zurück, wo wir hergekommen sind, weil ich wüsste auch sonst nicht, wo ich lang soll. Soll ich da nochmal hoch? Da hinten? Oder ist das sogar der richtige Weg? Mal gucken. Zumindest kann ich da, glaube ich, klettern. Hier. Da kann ich klettern. Wahrscheinlich ist nur ein... War der Schatz auf meiner Seite oder ist er da? Ich muss kurz gucken, nicht, dass er hier rumliegt. Wahrscheinlich liegt er hier rum. Wenn ich jetzt rübergehe, ist er weg. Kurz gucken, ne. Ne, hier ist er nicht. Dann ist er doch drüben. Das Geräusch kam ja, glaube ich, auch erst, oder als ich dran hing, ne? Wahrscheinlich muss ich rüber. Komm. Ist hier der Schatz? C4. Gut. Da ist er. Der war wohl gemeint. Okay, wir haben ihn. Oh, wir haben zwei verpasst, ja. Schlangen- und Leiternspiel. Okay. Ah. Halten Sie R1 gedrückt. Und dann macht's bumm. Wahrscheinlich, ne? Alles klar. Oh. Schon viel besser. Habe ich auch eine kleine Knarre? Ne, habe ich nicht. Dann muss ich die ja auch nehmen. So, was haben wir denn hier noch? Sonst nichts, ne? Das war nur dieser kleine Nebenraum mit dem Schatz. Okay. Ja gut. Dann gucken wir mal weiter. Muss ja irgendwie weitergehen. Ja, wir rutschen mal da lang. Brennpass. Oh, scheiße, ist das denn die Inne? Oh, jetzt sitzt sie aber echt in der Scheiße. Ich muss zu ihr. Und das war unser Wagen. Die Kaution sehen wir nie wieder. Ich glaube auch. So. Ich gehe mal zu ihr hin. Ne? Ich gehe mal direkt hoch. Darf ich überhaupt? Nee.
Kann ich hier hoch? Ah, ich hab ja ein Gewehr, ne? Wo ist er denn nun? Nadine. Oh, da ist der Scheißwagen.